Bleib da unten, bleib da unten, bleib da, bleib da, bleib. Ach du Scheiße, sie sind schon zu dritt. Oh Mann. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Oh Mann. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdadum, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Am Anfang des heutigen Parts müssen wir jetzt erstmal Holz sammeln gehen. Das haben wir im letzten Part natürlich verloren, als wir gestorben sind beim Brückenbau. Ja, ich hoffe, wir werden heute in diesem Part zumindest mit dem groben Gestell der Brücke mal fertig werden. Dass wir im nächsten Part das Geländer anfangen können. Ja, so ist der Plan für heute. Dass wir mal schauen, dass wir damit fertig werden. Planmäßig sollte das halbwegs funktionieren. Okay, hier gab es Holz. In die Richtung mal abhauen. Schauen wir mal, dass wir hier aus dem Wald ein bisschen was an Holz klauen. So ist der Plan. Hier sollten auch viele Eichen noch rumhängen. Ja, hier sehe ich wieder Birken. Die will ich gar nicht sehen. Aber hier sind auch Eichen. So, und heute will ich euch auch mal wieder ein paar Fragen von ask.fm vorlesen und beantworten, weil ich nichts anderes verbreitet habe an Themen. Ja, der letzte Part, den fand ich ganz gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, ihr fandet ihn auch nicht so schlecht. Deshalb, ja, gibt es jetzt heute auch noch mal eine Runde Fragenbeantwortung. Da geben sich ja manchmal auch spannende Themen dort raus, die man so besprechen kann. Joa, da haben wir hier gleich die aktuellste und neueste Frage. Du reist bestimmt gern, oder? Diese Frage muss ich mit einem klassischen Jein beantworten, also ja, nein. Also ich reise schon durchaus gerne, das kann man nicht, also ich bin gerne in anderen Städten, das ist kein Problem für mich zu reisen, das ist eigentlich, wenn ich mal reisen darf, reise ich auch und dann reise ich auch ganz gerne, das ist, ja, kann man so sagen, aber andererseits bin ich doch lieber bei mir zu Hause, also und sitze lieber auf meiner Couch oder auf meinem Schreibtischstuhl und nehme ein bisschen Videos auf. Das habe ich dann doch lieber. Also ich bin dann lieber faul auf meinem bequemen Sofa, in meiner bequemen Wohnstube, als irgendwo Action auf der Welt zu machen. Also beschränkt. Also ich muss sagen, so Städte innerhalb von Deutschland erkunden, ja, sehr gerne. Vielleicht auch mal ein bisschen ins Ausland, so Polen, die baltischen Länder, Litauen, Lettland. Lettland war ich jetzt noch nicht, aber Litauen. Und ja, wo war ich noch denn? Wie heißt das Land? Tschechien heißt das Land. Ja, so im Dunstkreis von Deutschland, Italien, war ich auch schon in Rom, ist auch nicht ganz übel. Also Zentraleuropa, rund um Deutschland. Aber so jetzt nach Amerika fliegen oder ich glaube auch, ja, London wäre vielleicht, das wäre noch das höchste der Gefühle. Das wäre
auch schon fast zu weit weg für mich. Also, ich sag's mal so, ich bin nicht gern weit weg von zu Hause. Also, unsere letzte Abschlussfahrt, unsere letzte Klassenfahrt, die Abschlussfahrt, so rum, hatten wir mit der Klasse in der Schule nach Griechenland. Das war mir ja zu weit weg. Das musste ich mitmachen, weil es eine Klassenfahrt war. Konnte ich mich nicht gegen entscheiden, aber war auch schön, aber ja, muss jetzt kein zweites Mal sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe irgendwann den Wunsch, weiterzureisen. Also Neuseeland will ich in meinem Leben noch sehen, aber das muss vielleicht nicht dieses Jahrzehnt passieren. Das muss vielleicht auch nicht nächstes Jahrzehnt passieren. Gucken wir mal, ich habe noch ein paar Jährchen zu leben. Also momentan, ich kann es auch wirklich so sagen, da habe ich jetzt versehentlich laut geschrien, da kam es gerade aus mir raus, sorry, meine Stimmungsverstimmung, ich weiß auch nicht, jetzt habe ich den roten Faden verloren, wo war ich, nicht nach Neuseeland reisen, jetzt nicht unbedingt. Also mir ist jetzt gerade, ist vielleicht auch so eine Phase gerade in dieser Lebenszeit, jetzt in meiner Lebenszeit hier und heute. Sieht vielleicht in 10, 20 Jahren schon anders aus. Aber momentan bin ich jetzt nicht so. Ich muss nicht reisen, ist jetzt nicht, also weit reisen, ist jetzt nicht so mein, also nach China, Indien, Russland, Amerika, Australien muss nicht unbedingt sein, wenn es sich vermeiden lässt. Aber wirklich Städte in Deutschland erkunden, da habe ich meine Freude dran, also wirklich mal nach Westen zu fahren. In den Westen von Deutschland mal zu gucken, finde ich nicht übel. Zur Gamescom mal nach Köln zu fahren, ich kann heute auch nicht mehr reden, spricht für mich nichts dagegen. So viel Holz haben wir jetzt mit dabei, können wir wieder Brücken bauen gehen. Ja. Köln, Hamburg, Kiel, das sind so meine letzten Touren, wo ich war. Dieses Jahr geht es eventuell im Sommer, ich weiß es noch nicht, ob da was draus wird. Diesen Sommer geht es vielleicht nach, ja, Dänemark heißt das, glaube ich. Ich bin in Erdkunde nicht so ganz so gut. Das Land, das kleine Fussechen über Deutschland, dieses kleine Popelland, was da noch über Deutschland hängt. Nicht rassistisch gemeint, nur witzig gemeint. Ja, ich glaube Dänemark ist es. Mal in den Norden ziehen und Urlaub machen. Ja, alles klar. Zweite Frage, können wir über Facebook reden? Von mir aus, wir können gerne über Facebook reden. Facebook, das finde ich jetzt nicht, ist jetzt nicht mein Lieblings-Social Media. Das ist, ja. Ich habe einen Account bei Facebook, der, glaube ich, immer noch nicht gelöscht ist. Ich wollte ihn mal löschen und habe ihn auch irgendwie deaktiviert, aber Facebook hat da irgendwie, also da musste schon wirklich 2-3 Mal. Da hast du irgendwie eine bestimmte Frist, die du abwarten musst, bevor du es löschen kannst. Kannst du halt vorher erst deaktivieren und dann aktiviert sich das wieder. Also Facebook will dich da nicht irgendwie, will er dich nicht sofort weglassen. Ich habe es halt irgendwie nicht konsequent durchgezogen. Also so richtig gelöscht habe ich den noch nicht, aber Facebook nutze ich jetzt nicht aktiv. Also es gibt, glaube ich, noch ein Profil von mir, aber ihr könnt mich darauf nicht erreichen. Also da bin ich wirklich
gar nicht zu erreichen. Also das habe ich seit, das habe ich glaube ich seit ein paar Jahren nicht mehr angerührt, seit mindestens, also seit 3-4 Jahren habe ich damit nichts mehr zu tun. Auch mit Facebook als Plattform bin ich wirklich raus. Das ist also, wenn man mit mir, also, ja, ich habe die Frage schon richtig verstanden, ich habe es jetzt nur spaßhalber anders beantwortet. Er will mit mir über Facebook reden, er will einen Sprachanruf über Facebook machen, er oder sie. Geht leider nicht, weil ich nicht mehr bei Facebook bin, bin nicht mehr aktiv. Also das ist nicht mehr möglich, das ist... Facebook bin ich wirklich gar nicht mehr, ist bei mir nicht mehr drin. Ich bin über Discord erreichbar, aber auch da müssen jetzt, also können wir da über Discord reden. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, oder? Das ist also, wir können über Discord schreiben, also kannst mir eine Nachricht schreiben. Mein Discord-Server ist verlinkt in meiner Videobeschreibung, in meiner Kanalbeschreibung, Videobeschreibung bestimmt auch. Die Sonne geht unter, wir sollten uns auf den Weg machen und ein Bett mitnehmen. Die Reise ist lang hier über die Brücke. Man kann oft runterfallen. Wir nehmen uns ein Bett mit. Wir müssen uns notfalls ins Craften. Das ist jetzt hier, das ist doch hier ein Muss. So. Ich muss jetzt hier mal gerade schnell zurück zum Dorf, dann kann ich die nächste Frage durchlesen. Die nächste Frage ist ziemlich lang. Ich beantworte jetzt alle Fragen. So ist das bei diesem Thema, bei diesem AskFM. AskFM-Sachen. Hier wird jede bekloppteste Frage beantwortet. Also ich lese mal kurz vor. Wenn du einen Abend mit egal welcher Band oder Musiker verbringen könntest, aus der Vergangenheit und von heute. Geht auch aus der Zukunft? Das wäre ja mal lustig. Das würde ich gern machen. Eine Band aus der Zukunft, die es noch gar nicht gibt. Ja. Wer wäre das und warum? Eine Band. Da bin ich gar nicht deine Ansprechpartner für. Mit Musikern und Bands und da irgendwelche Stars und Sternchen zu haben oder irgendwelche Idole, Vorbilder zu haben, da war ich noch nie und war ich noch nie dabei und ja, ist einen Abend mit einem Musiker zu verbringen. Ja, nee, so bin ich auch nicht. Das habe ich schon, war ich auch schon immer der Meinung, der Ansicht, mit Prominenten so mal auf Du zu sein und da mal einen Abend lang zu verbringen und irgendwie mal intim zu werden, das sehe ich den Reiz nicht drin. Das ist halt, ouch, hier ist noch ein Loch drin vom Creeper. Schnell schlafen gehen, sonst sprengt mich noch einer in die Luft. Zombie, Monster in der Nähe, du kannst nicht schlafen. Ja, wahrscheinlich. Ja, warum denn auch nicht? Och, Leute. So, die Frage nochmal. Ist ja Band aus der Vergangenheit oder Gegenwart? Ja. Nee, ich hab nicht so die Idole. Was zum Henker? Eine ganze Zombie-Bande, eine Invasion. Die kommen in mein Haus. Au, Scheiße. Töte mich in meinen eigenen vier Wänden. Gibt's denn das? Bleib da unten. Ach du Scheiße, sie sind schon zu dritt. Oh Mann. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Oh Mann. Mann. Heilige Drecksscheiße. Ah, verdammt. Was soll denn der Mist? Ach.
Ich mache hier ein paar Fotos. Hoffnung, dass ich was für Thumbnail kriege. Meine Fresse. Ich kann ja auch nicht schlafen, weil die Zombies sind nicht nur in meiner Nähe. Scheiß Drecksviecher. Ah. Meine Fresse. Die Zombie-Apokalypse hat begonnen. Sie kommen schon in mein Haus. Meine Fresse. Das war ja mal hier eine Aktion. So, ja, Bernd, wenn ich jetzt was müsste, wenn ich jetzt was nehmen müsste, war ich auch nicht so der Fan von, weil ich jetzt. Ich habe keine Sänger, die ich so als Idole verfolge. Weiß nichts, was. Ja, wenn ich müsste, die Weißgeist vielleicht. Gibt's auch nicht mehr. Alte Bekannte. Ich denke, mit denen könnte man vielleicht einen Abend verbringen. Also ich meine, die sind noch. Ich habe ja auch immer die Einstellung. Man sollte seine Idole vielleicht auch nicht gerade kennenlernen. Das ist vielleicht nicht gerade gut. Es ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Idole und Stars und Sternchen sind meistens nicht die Leute, mit denen man Netflix gucken kann und Netflix und Chill oder so, indem man ins Kino gehen kann, Popcorn essen kann und am Ende einen Abend verbringen kann. Einen bequemen Abend. Versteht da, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es irgendwie erklärbar zu machen. Tja, alte Bekannte, das wär wahrscheinlich. Mit denen kommt man vielleicht noch am besten. Aber. Ja. Auch nicht so. Ich behandle auch Promis nicht wie. Ich behandle jeden wie einen normalen Mensch. Also, wenn ich irgendwie. Auch wenn ich jemanden treffe, den ich besonders cool finde, wovon ich ein Fan bin oder so, dann flippe ich nicht aus und. Fange an zu kreischen oder so. Das ist halt, selbst wenn ich ausflippen wollte, also selbst wenn ich so in der Laune bin, auszuflippen, das ist, ich bin einfach aus der Überzeugung, dass die einfach, dass gerade auch Berühmtheiten und Bekanntheiten, Promis, manche sagen es auch so, dass die halt auch nie mal wie normale Menschen behandelt werden wollen und halt auch nicht scharf drauf sind, von jedem Fan abgeknutscht zu werden. Das ist ja irgendwie auch verständlich, dass man da auch mal irgendwie mal normal reden kann. Verstehst? Ja. Gibt es Orte, von denen du Angst hast und die du meidest? Nicht direkt. Nachts auf dem Friedhof, das wäre jetzt ein Ort. Aber nachts, also im Friedhof bei Tag, bin ich dabei. Das ist jetzt kein so schrecklicher Ort. Nachts auf dem Friedhof, da hätte ich nicht direkt Angst. Also ich meine, das ist rational jetzt nichts, wovor man Angst haben müsste. Unter Umständen könnte man nicht mehr mich so dazu kriegen, aber. Nachts auf dem Friedhof, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ein bisschen Respekt hat man da schon vor. Ja, nachts in der Kirche ist was anderes. Das ist schön. Das ist nachts in der Kirche. Das ist auch, also wenn du zu viele Horrorspiele gespielt hast, dann kannst du das nicht. Nachts in der Kirche. Aber ich spiele nicht so viele Horrorspiele. Das und außerdem. So ein Kerzenschein in der Kirche nachts, ich hab vor solchen Sachen keine Angst, also das mache ich so, ich bin da sogar, habe ich sogar ein paar Mal schon gemacht, also ist gar nicht,
total dunkel mit Kerzen schon in der Kirche. Schön. Kann man nichts gegen sagen, finde ich. Also, sollte man mal ausprobiert haben. Jetzt nichts für Angsthasen, aber die Dämonen werden dich schon nicht verspeisen. Ja. Magst du Leute, die sich in dein Privatleben einschleichen? Sowas von. Nee, das ist. Das ist natürlich nicht. Ach, Kacke. Schon wieder gestorben. Die sind heute in diesem Part einige Male gestorben. Also Leute, die sich in das Privatleben von anderen Leuten einschleichen, das ist. Nee, das ist nicht die feine Art. Macht das nicht, Leute. Jeder hat ein bisschen Privatsphäre verdient, auch ein YouTuber und gerade bei größeren YouTubern. Das ist bei mir ist jetzt noch nicht so die Gefahr. Da besteht noch nicht so die Gefahr, dass sich Leute da. Dass da Leute meine Privatsphäre stören, aber. Nee, ist nicht cool. Das mag auch niemand. Berühmt oder nicht berühmt, das mag niemand. Was ist das für eine Frage? Magst du Leute, die sich in deine Privatleben einschleichen? Nee, das mag keiner. Keiner findet das cool. Das ist einfach, das ist eine Saunummer. Egal wie man es dreht und wendet. Also Leute privat zu belästigen, wo wir gerade vorhin beim Thema Promis waren, das ist. Es ist kein cooler Move, es gefällt keinem, dann macht euch auch keine Freunde. Denkt drüber nicht nach, lasst es bleiben. Es ist der beste Weg für alle Beteiligten. Ihr wollt doch auch ein privates Leben haben, das ist also. Muss man auch irgendwie an sich selbst messen, man muss sich selbst ja angucken, man muss immer von sich selbst ausgehen. Was würdest du denn sagen, wenn jemand irgendwie mal vor deiner Haustüre steht oder wenn halt irgendjemand mal dich in deinem, also wenn dir irgendwie nachrennt oder dich so belästigt, das ist halt ja. Die große goldene Regel, die ich eigentlich auch nicht aussprechen würde, weil dieser Satz ist schon so ausgelutscht, weil irgendwie stimmt er ja. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, der Satz ist ausgelutscht, ich weiß, aber. Du musst, also um es auf Deutsch zu sagen, das ist wahrscheinlich was, wenn du, ich meine, ist klar, wenn du ein bisschen seltsam tickst und das in Ordnung findest, das ist natürlich bei anderen, bei normalerweise anders so, aber ja, in den meisten Fällen, im Regelfall ist das so, wenn ja, es sind vernünftig, also wenn du vernünftig mal darüber nachdenkst, müsste dir klar werden. Wenn du mal eine Minute darüber nachdenkst, was du da planst, sollte dir bei deinen Plänen bewusst werden, schon selbst beim selbst drüber nachdenken, müsste einem bewusst werden, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Das ist also. Ist eigentlich mal ein Ratschlag fürs Leben, generell mal über Entscheidungen und Ideen, die man hat, mal kurz mal nachzudenken. Nicht lange, aber kurz mal so ein halbes Minütchen mal Zeit nehmen und mal kurz, also ich habe eine Idee, mir ist was eingefallen, das klingt doch für mich erstmal gut. Dann nicht erstmal hinsetzen und nochmal kurz hinsetzen und mal drüber nachdenken. Okay, erstmal fragen, erstmal die Frage stellen. Das klingt jetzt für mich gut. Ist es denn wirklich eine gute Idee? Und wenn ich jetzt also mal von außen betrachte, wenn ich jetzt ein komplett anderer Mensch wäre, wenn ich derjenige bin, den das jetzt betrifft, mit dem ich das jetzt machen will, wie würde es mir denn dabei gehen? Wie würde ich das dann finden? Finde ich das auch vielleicht einen anderen als gute Idee? Wenn du die Fragen alle mit Ja beantworten kannst, dann mach's halt. Das ist also.
also andere Leute belästigen, das willst du jetzt, also, das willst du jetzt trotzdem nicht machen, auch wenn du das mit Ja beantworten kannst. Aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Vernünftig denkenden Menschen muss man das auch gar nicht mehr sagen. Hast du schon jemanden getroffen, der du dir etwas Ernsthaftes vorstellen könntest? Da suchst du noch jemanden. Das ist mir zu privat, das musst du nicht beantworten. Meine Liebes- und sexuellen Beziehungen oder so. Die Sonne geht schon unter, wir gehen da lieber noch nicht raus. Also was so zwischen, das habe ich auch bisher immer aus YouTube rausgehalten. Also ich bin schon sehr offen, ich erzähle schon sehr viel über mich, aber was ich mit Liebe hatte, haben werde oder gerade habe, also was so zwischenmenschlich bei mir läuft, das ist das, sorry, aber das geht dich auch nichts an, das ist, kannst einfach mal, sag ich dir einfach so, wie es ist. Das muss ich dir nicht beantworten, das geht dich in Scheißdreck an. Wen ich liebe und wen ich nicht liebe und wen ich da irgendwie, wie die Fragestellung war, ob ich mir mit jemandem irgendwas vorstellen kann. Es ist, ja, sagen wir es, wie es ist. Interessiert, hatte ich einen Scheißdreck zu interessieren. Nicht persönlich gemeint, nicht beleidigend gemeint, aber Privatleben hatten wir schon, das Thema. Das ist privat. Ich muss nicht alles Privates ausposaunen und du musst dich nicht in mein Privatleben einmischen. So. Magst du Bananen? Ja. Ja. Ist jetzt nicht mein Lieblingsobst, ist jetzt nicht meine Lieblingsspeise, aber kann man essen. Finde ich nicht eklig. Also schmeckt mir durchaus. Bratwurst mache ich übrigens auch, falls die Frage aufkommt. Ich mag Bratwurst. Joa, dann würde ich das mal hier an dieser Stelle beenden. Ich habe es wahrscheinlich auch schon überzogen. Ich glaube, ich noch umsonst echt gefallen haben. Lasst den aber da, wenn ihr neu seid. Und man sieht es im nächsten Part. Wenn es ja mit dem Brückenbau weitergeht, das wird hier wohl noch ein paar Parts brauchen, bis wir das fertig haben. Aber ja, umso besser. Können wir noch ein paar Fragenparts machen. Oder mir fällt mal ein Thema ein. Oder ja, wir können mal irgendwie mal was anderes machen. Irgendwas mal bereden. Ist doch auch mal gut. Ja, Däumchen nach oben, Abo da lassen und man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein und ciao, ciao.